Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ja, irgendwas ist anders. Richtig, der Gegner ist ein anderer. Herzlich willkommen zum Supercup gegen den FC Bayern München. Als ihr das letzte Mal die Konstellation zur Folge gesehen habt, endet das eigentlich damit, dass wir gegen Dortmund spielen. Ja, was ist passiert? Folgendes ist passiert, und zwar hat das Spiel meinen Speicherstand nicht übernommen. Das ist ein Problem, das ist blöd und deswegen musste ich quasi mehr oder weniger jetzt alles nochmal neu synchronisieren. Der hat quasi bei dem Hoffenheim-Spiel letzten Saison abgebrochen und dann muss ich nochmal neu simulieren. Ich muss das DFB-Pokalfinale nochmal spielen, das habe ich dann 3 zu 2 gegen Leverkusen gewonnen und deswegen haben wir jetzt als Gegner den FC Bayern München und nicht Borussia Dortmund. Ansonsten habe ich soweit alles, wie es machbar ist, mit den ganzen Transfers, mit dem Hin und Her, habe ich soweit wieder drin, die Transfers. Bis auf Aspas, den wir nicht kriegen konnten, der seine Karriere beendet hat. Ich habe ihn ja hier geholt in meiner Karriere, aber hier ist er nicht dabei, weil er, wie gesagt, die Karriere beendet hat. Ich habe dafür Jan-Fiete Apfel von Holstein Kiel gerade verpflichtet für 300 Millionen per Ausstiegsklausel. Ansonsten soweit alles klar. Noch ein kleiner Schock war dabei, Schelderup. Unser Linksaußen sollte eigentlich, hat ein Angebot bekommen von Celta Vigo. Die wollten 16 Millionen zahlen. Per Ausstiegsklausel haben sie dann auch getan. Er ist dorthin gewechselt. Nur ich fand das, ich habe es irgendwie auf die Reihe bekommen, ihn quasi für die gleiche Summe zu diese 16 Millionen habe ich quasi wieder zurücküberwiesen. Habe gesagt, komm, gib mir meinen Spieler zurück. Und er spielt weiterhin bei uns. Also es hat sich nichts wirklich Großes, außer wie gesagt, Aspas und Arp geändert und vielleicht der einige Jugendspieler dabei. Das ist unsere Startelf. Nur Abiol habe ich nochmal ein Jahr verlängert. Und mein Jahresvertrag läuft aus. Aber sonst nichts. Also Mantel ist dabei. Moriba ist dabei, Arembi, Lempele habe ich dabei, Ab ist zumindest erstmal noch auf der Bank, beziehungsweise wird jetzt, also rutscht jetzt auf die Bank für Teuchert und Abraham, die werden dabei sein. Und das wird größtenteils hier das Ganze, die ersten fünf werden definitiv den Verein noch verlassen werden. Plus Horn. Ja, Panisek wird jetzt seine Karriere nach der Saison. Also die fünf werden hier, wie gesagt, die Spieler werden noch den Verein verlassen. Ansonsten ist soweit alles okay. Ich habe meine Mannschaft wieder soweit auf dem Damm. Und damit gehen wir auch in die neue Saison, wenn jetzt nicht irgendwie noch was Dramatisches passiert. Spielen wir also heute gegen den FC Bayern und nicht gegen Dortmund. Also holen wir uns den nächsten internationalen Titel. Hi guys, thank you all for coming. We'll start taking questions now. So, eingewechselt für 18 Millionen, 18,5, nee, ein Quatsch weniger. 8 Millionen habe ich für ihn bezahlt. Ich habe ihn nicht per Ausstiegsklausel geholt, sondern ich habe ihn quasi per Transfer geholt. Vorher habe ich ihn per Ausstiegsklausel geholt, deswegen habe ich mir das Geld ein bisschen gespart. Er wird zeigen, dass er der Richtige definitiv ist. That's all we have time for today. Und deswegen meine ich ja, Schelderup ist offiziell ein Neuzugang, ist aber eigentlich keiner. Wie gesagt, ich habe ihn ja mehr oder weniger gerade neu verpflichtet. Mit der Elf haben wir von die Startelf gegen den FC Bayern München und hoffen, dass wir hier. Oh, Bayern hat Isak geholt. Okay, why not? Und jetzt spielt Nübel statt Neuer. Ein Tor. Neuer, schauen wir seine Karriere beendet an. Wir sind jetzt schon in der vierten Saison. Und ja. Na gut. Gehen wir gleich rein ins Match. Wir wollen diesen Titel haben unbedingt und das ist halt quasi einer der wenigen, der so fehlt. Was kann er uns in seinem ersten Spiel zeigen? Ist er in Bestform? Bleiben Sie dran. Das wird ein hochinteressantes Spiel. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Ich bin Rolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute präsentieren wir Ihnen ein echtes Topspiel. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Es ist ein hochinteressantes Spiel. Ich glaube, beide haben hier die Gelegenheit, noch mal was auszuprobieren. Von der Taktik her, vom Kader her, von der Aufstellung. Ich glaube, auch in der Hinsicht wird es ein spannendes Spiel heute.
So, gehen wir gleich das rein ins Match. Die Aufstellung in diesem Spiel. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind ich glaube, wir zählen jetzt. Im Grunde da in der Zentrale ganz gut. Da Cavallo schon weg ist. Bieten sich ja auch noch die also, es hat sich nur ein bisschen was mit der Nummer geändert. Ja, Eckloff, ja. So agiert. Der Rest sitzt auf der Bank. Arp auf der Bank. Moriba auf der Bank. Lempalle auf der Bank. Also, RMB auf der Bank. Wir mussten unsere Verteidigung ein bisschen stärken. Kakutalua ist weg. Also, ich habe versucht, bis auf einige Spieler wieder das. Mit dem Hin und Her, mit dem. Siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Alles gut. Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luft holen und das wird auch heute die Taktik sein. Nee, Neuer, also ich bin jetzt auf der Bank. Gegen FC Bayern München. Also, wie gesagt, ich habe die Transfers wieder passend gemacht, so dass wir mit der bis auf Aspas, wie gesagt, ab für Aspas zu in die Saison gehen und jetzt als gegen FC Bayern München und nach das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Aubameyang, wie gesagt, der Vertrag läuft aus, das ist doch die Priorität, den möchte ich gerne noch verlängern, wenn einige Jugendspieler noch gehen, ist das quasi das große Ziel, Aubameyang zumindest im Verlauf der Saison verlängern. Aber gehen wir jetzt mal rein ins Match und hoffen, dass wir hier heute diesen Titel holen. Und Aubameyang. Jetzt kommt der Schuss. Und Eckloff. 0-1. Noch eine Chance. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei. Und dann schaffen sie doch noch das Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie. Das hält Lübe gut. Und dann. Zurückkommt. Nochmal heiß wird. Holt rein. Dann fällt das Tor. 1-0 Bayreuth. Der Meister liegt vor, spielt links am Champions League. Deswegen mussten einige Neuzugänge kommen. Erstes Tor an dieser Partie. Klar. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Marcel Sabitzer. Jetzt Sabitzer. Sehr gut aufgepasst. Gut aufgepasst, da. Kein Abseits, Aubameyang. Und Aubameyang. Aubameyang, Riesenchance. Ecke. Ecke jetzt. Ich wollte da gerade nochmal quer überlegen. Ecke kommt ins Zentrum. Störner. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Ecke drauf. 2-0. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Hugo, Nummer. Zwei Tore Führung jetzt. Yes! Das ist der einzige nationale Titel, der uns auch fehlen würde. Jetzt können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Keiner bei ihm. Für den schwachen Befreiungsschlag. Kimmich war es, glaube ich. Ne, die 5 ist es. Jubi ohne Chance. 2-0 Bayreuth. 11. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Hahaha, das wäre was gewesen. Die Schack. Der Ball ist natürlich, natürlich auch der 31-Jährige, aber dafür hat man ja Nico Mantel jetzt verpflichtet. Der ja mit Auge die Zukunft sein soll irgendwann. Canales. Sergio Canales. Ja, schade. Bild auch. Und bist du eigentlich für uns Einwurf geben, wollte gerade sagen. Chance über außen. Stafilides. Er schlägt den Ball raus. Und der Glove fast. Aubameyang. Ulrich! Abgefälscht! Ecke! Ecke in die Mitte! Da passt der Klasse auf! Und das war Schellop mit dem Zeitverzieher. Mit der großen Chance auf 3-0 zu stehen. Einwurf jetzt! Ja,
Ja, Viktor Mitrofilidis, genau. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Kann alles. Da haben die Bayern Platz. Ein bisschen Platz, zu viel Platz, meiner Meinung nach. Gute Szene, aber gibt Abstoß. So, Abstoß? Das ist jetzt die Rot. Chance. Wenn sie den reinmachen, ist es nur noch ein Tor. Ganz klare Elfmeter und Rot gibt's oben drauf. So ja, ich meine, Rot okay, zu hart, aber der Elfmeter ist klar. Gibt's keine andere Option. Da, was für ein Tor. Chance, hier auf ein Tor zu verkürzen. Als zwei. Also, Bayreuth wieder zu ziehen, Schaffelidis vom Platz. Und Bayern dran. Scheiße. Jetzt muss ich natürlich da vorne schon wieder wechseln. Mann, ey. Das heißt, Rot jetzt nochmal wird jetzt hier kommen. Man muss jetzt den Stürmer da vorne, aber man muss jetzt Aubameyang auf den Kapitän, auf den Mann. Schade. Ich wollte gerade schießen. Elie Velmas. Das ist Isak. Bernardo Silva. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein guter, guter Ball. Wichtiger Ball von Ulrich. Das hat er gut erlaufen. Lange Flanke. Abgeblockt. Aubameyang. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Gibt hier den Wechsel. Aubameyang geht runter. Ja, ich muss ja. Ich muss ja den Verteidiger bringen. Der Ball kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht raus. Sterne. Und. Gehalten. Aber der Ball ist weiter gefährlich. Das ist natürlich. Kam es war Jerome Rot. Der war Rote, ja. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Könnte den Konter geben. Also man ist ja nicht so, dass man raus ist aus der Nummer. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Lange Flanke jetzt. Guter Ball. Pause. Das ist der Pfiff. Jetzt geht's erstmal in die Pause. Zwei ins Bayreuth und ein Mann weniger. Ja, man hat aber alles im Griff, wohlgemerkt. Jetzt mit einem Mann weniger. Man hat seine Chancen, versucht sie vorne zu nutzen. Und jetzt geht es ja noch nicht hin, aber mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Sterne. Da ja, kann sich erstmal vorbeigehen an zwei. Riesenchance. 3-1. Das Tor. Und damit sind sie nun mit zwei in vorne. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Wie gesagt, mit einem Mann weniger nutzt man sie. Mané geht vom Platz. Du bist auch schon um die 34. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Ja, vielleicht wird man noch zur Partie den einen oder anderen Neuzugang sehen. Da fangen sie den Pass ab. Dest. Schade, ob der, wie gesagt, fast ja gar nicht mehr da gewesen wäre eigentlich. Wie gesagt, die Ausschießklausel war bezahlt von Zeta. Bei Wolverhampton gibt es einen neuen Spieler, einen Neuzugang. Und das ist, wie zu hören war, ein echter Wunschspieler. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. So, Tor! 2-3. Anschlusstreffer!
Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Ein gewesen, Ishak mit dem Doppelpack. Und wieder ist es eine Standardsituation. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann trifft er die Kugel wunderbar. Scheiße. Mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem. So, der Anschlusstreffer. Jetzt ist Bayern. So, alle 28 Minuten ein Tor. 56. 2:3. Da setzt er zum Sprint an. Kommt er durch? Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeholt. Ecke Bayreuth. Wechsel jetzt bei den Bayern. Gibt den Eckball. Was da! Für ein Debüt, was für ein Einstand. 4:2. Wieder auf 2 gestellt. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Ja, was zu bleiben können, kann Bayreuth auch. Gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. So, jetzt kann man ein bisschen durchwechseln mal. Jetzt müssen wir, wie gesagt, ja doch, es ist noch zu früh, oder? Es ist noch zu früh, vielleicht. Es ist noch zu früh, vielleicht. Ja, zumindest mal einen Neuzugang bringen. Bzw. sogar zwei. Wir werden noch unseren Verteidiger mal reinwerfen. Es wird jetzt hier gewechselt. Zwei neue. Wir sehen zwei Neuzugänge, Albiol vom Platz. Arembi in die Verteidigung und Moriba als Sechser für Ulrich. 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie haben den Ball. Ah, schade. Bernardo. Schimmert. Fischer. Machen Sie jetzt gut. Macht jetzt die rechte Seite mal Power ein bisschen. Geht in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Jetzt können Sie kontern. Masraoui. Auftakt Wolfsburg. Isak. Morgen. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Kurze Ecke. So, aufpassen, Ecke. Da war mehr drin, es Nichts. Gibt Abstoß. Abstoß. Ja, wie gesagt, ich denke mal so mit fortgeschrittener Spielzeit, wenn wir auch noch andere Neuzugänge sehen. Abflug. Fischer, Fischer aber nicht. Was macht er drauf? Da macht er zu, starke Aktion. Ja, das war Moriba mit der ersten guten Situation. Und vielleicht hier mal sogar sein erstes Tor zu machen. Jetzt haben die Bayern auch das Dusel, dass die fast jeden abgeprallten Ball zu behalten. Was aber die Bayern über rechts. Rote kommt hinterher, oder? Da kommt die Hereingabe. Diese Chance Lappert. Haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihnen nicht machen. Pass kommt nicht an. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Worüber? Dribbling geht weiter. Geht da vielleicht noch mal was. Ende. Feierabend. Eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Yes. Supercup. Gewonnen. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke und dann kommt der Kopfball. So, und jetzt können wir das Durchwechselspielchen weitermachen. Ich glaube, jetzt dürfte noch abkommen. Lepperle wahrscheinlich eher weniger, aber mal gucken. Doch, könnte er noch. Oder Mantel vielleicht noch zu? Naja. Hey, jetzt geht's. Ist vorbei. Aber es werden noch die letzten beiden. Bis auf den Herrn Mantel noch kommen. Gemacht ist das. Da gibt's gar nichts zu halten.
Limpele und ab noch in Neurein. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Also Fakt ist, das Ding ist durch. Bayreuth holt den Supercup. Ja, das könnte was werden jetzt. Und nochmal, man ist einmal weniger, ne? Isak. Ja, und hat gut gemacht bei diesem Block. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ah, schade. Er holt sich den Ball. Ja, wird hier gut unterstützt. Marcel Sabitzer. Ende, so, aus. Schlusspfiff in diesem Spiel. Es sollte der perfekte Start in die Saison werden. Und das ist auch gelungen. Der Jubel ist riesengroß. Ich glaube, das ist ein echtes Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Und das verspricht natürlich eine Menge für diese neue Saison. Jetzt gibt's natürlich auch noch die Trophäe, Buschi. Und klar, es ist jetzt nicht die wichtigste Trophäe, aber auch die nimmt jeder gerne mit. Ja, absolut, Wolf. Und du siehst ja die Freude. Ist einfach eine Bestätigung für die wirklich gute Arbeit. Und die Vorbereitung ist immer hart. Da wird viel Konditionstraining gebolzt. Das Schlauch, das ist der verdiente Lohn für diese harte Arbeit. Und macht sich natürlich auch gut im Vereinsmuseum. Damit haben wir, glaube ich, national alles mit abgeräumt. Keiner irgendetwas anderes erzählen. Pokalsieg, Meisterschaft, alle Ligen, also 1, 2 und 3. Ein Titel, und jetzt auch der Supercup. Das ist der 4. nationale Titel meiner Saison. Egal, ob das Vorbereitung war. Vorbereitung hin. Jetzt fehlt es noch ein internationaler und dann hätten wir es. So, Mannschaftsfoto gibt es natürlich auch noch. Darf in solchen Momenten nicht fehlen. Zum Einrahmen sozusagen. Es gibt viele Profis und viele Fans, bei denen... Ja, Staffelidis, der natürlich dabei war, der also eine rote Karte gesehen hat. Aber egal. Wir haben es trotzdem hingekriegt, weil die Truppe es gepackt hat. Weil die Truppe gekämpft hat, die Neuzugänge fruchten. Also Moriba könnte eine Alternative werden für die Startelf. Der hat nämlich ein paar gute Situationen gehabt. Mal gucken, was passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter gegen Wolfsburg.